So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Gemtech. Wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht gesehen, seit meinem letzten Video. Und ich halte jetzt in meiner Hand einmal von der Firma Xiaomi, quasi die Mi Box S. Ja, so eine TV-Box mit Netflix, YouTube-Unterstützung und so weiter, Amazon Prime etc. Und den Google Play Store. Und wie ihr hier sehen könnt, da vor meinem Finger, mit einem freien HDMI-Kabel mit dabei. Finde ich cool, ganz ehrlich. Und im Gegensatz zum Vergleich habe ich noch mein Apple TV 4, beziehungsweise Apple TV 4K, sorry. Nicht die neueste, sondern die Generation, eine davor. Und ich würde das Ding auf jeden Fall vergleichen mit der Apple TV, weil damit war ich sehr zufrieden. Und warum ich jetzt damit nicht mehr zufrieden bin, erzähle ich euch gleich nochmal im weiteren Video. Und wir packen das Ding jetzt mal aus und gucken uns einmal ganz schnell den Boxinhalt an. Also bis gleich. So, hi ihr Lieben, ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt hier weitermachen mit der TV-Box. Mir ist jetzt aufgefallen, bei meinen letzten Videos, über 1000 Klicks und so weiter, oder um die 1000 Klicks jedes Mal. Aber die Menschen, die sich das angucken, abonnieren einfach nicht meinen Kanal. In dem Sinne würde ich euch nochmal bitten, abonniert mich bitte, beziehungsweise meinen Kanal. Und aktiviert auch gerne die Glocke für weitere Videos. Und wir machen jetzt einfach weiter. Das war nur wirklich eine ganz kleine Pause, eine ganz kleine Bitte an euch alle. Und wir machen jetzt weiter mit der TV-Box. Viel Spaß. So, ja, es ist abends und ihr seht hier so die Schattierung von meinem Handy. Aber egal, das ist nicht so wichtig. Ja, vieles können wir schon auf der Box lesen. Also wie gesagt, freien HDMI-Kabel mit dabei. Finde ich cool. Fernbedienung, HDMI-Kabel, Power-Adapter und die Box selber. Über eine Sache bin ich ein bisschen enttäuscht bei der Box. Ich habe sie schon vorher einmal kurz aufgemacht. Dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns einmal schnell den Boxinhalt an. Und dann machen wir gleich weiter. Also Lesekram, bla bla bla. Kennt ihr ja alles. Nochmal jetzt hier alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, HDMI-Kabel, Fernbedienung und Power-Adapter. Ja, alles wunderbar. Und ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz, worüber ich eigentlich enttäuscht bin. Also, was mir positiv auffällt, sie ist schön leicht. Und flach, definitiv flacher als mein Apple TV. Und ja, sehr schlecht gehalten, alles schön und gut. Audioanschluss, HDMI-Anschluss, ein USB-Anschluss und für den Power-Adapter quasi ein Power-Anschluss. Und ja, zu meiner Linken halte ich jetzt hier so einen Adapter fest. Habe ich im Internet ein bisschen recherchiert. Man kann halt ein Ethernet-Kabel quasi über den USB-Anschluss, wenn man so einen Adapter dann zur Verfügung hat, kostet nicht viel, ca. 10 Euro, auch auf Amazon erhältlich. Dann auch ein Ethernet-Kabel anschließen, ansonsten halt das Ding WLAN. Und ja, ich richte das Ding jetzt ein und danach machen wir weiter mit dem direkten Vergleich auch zu meinem, ja, wie vorhin schon gezeigt, einmal kurz zu dem Apple TV. Und ich bin wirklich gespannt, was das Ding so kann und wie das Ding so läuft, ob das flüssig läuft, genauso flüssig wie mein Apple TV. Und ja, bin jetzt auf der Suche und bin wirklich auf der Suche nach so einer Alternativen quasi zu meinem Apple TV, weil ich bin ein bisschen enttäuscht, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Also bleibt gespannt, wir machen jetzt schnell weiter und bis gleich. So, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, auf dem Fernseher einmal schon aufgetaucht, Xiaomi. Also einfach anklicken, die Marke ist auch schon vergeben quasi. Und es war wirklich nichts Schwieriges irgendwie und nichts Aufwendiges wirklich irgendwie zu installieren. So sieht das Ganze dann aus, wenn es dann geupdatet wird etc. Und dann hat man hier auch noch die Möglichkeit, mit so einem anderen Phone quasi das Ding dann direkt einzustellen. Und auch die Apps, wie ihr auch gleich sehen könnt, wirklich auf diesen QR-Code einmal mit der Kamera rauf und dann hat man schon die App installiert gehabt. Also wirklich super schnell und alles wunderbar. Und hier seht ihr auch noch mal kurz die Download- und die Upload-Rate. Alles wunderbar, perfekt, wirklich hat mir sehr gut gefallen. Und ja, weiter geht's jetzt mit der Box selber. Bleibt gespannt. So Leute, ja, wir machen jetzt weiter. Wir sind jetzt hier in meinem Wohnzimmer. Ich switch gleich die Kamera einmal um. Und ja, ich zeige quasi die groben Unterschiede beziehungsweise die einzigen Unterschiede, die zwischen dem Apple TV und der Mi Box quasi, Mi TV Box S, glaube ich, hieß sie, ja genau. Und ja, wo dann die Unterschiede auch wirklich sind, weil ich habe das jetzt gestern Abend
installiert und alles vorbereitet und auch schon angemacht und angeschmissen. Ein paar Filme geschaut bzw. Serien, alles lief wunderbar. Und ich kann euch den Unterschied eigentlich in meiner Hand zeigen. Und zwar haben wir hier die Fernbedienung von der Xiaomi. Und ihr seht, es ist alles analog. Also ne, das ist natürlich immer sehr hilfreich. Netflix, Schnelltaste und Amazon Prime Schnelltaste und Aus- und Anmachknopf und hier dann halt die Bedienung links, rechts, oben, unten und so weiter. Lauter, leiser ist auch immer sehr schön, ist gut. Und aber was mir wirklich fehlt, ist ja die Geschmeidigkeit bzw. die Schnelligkeit vom Apple TV bzw. das hier oben. Das ist wie beim Handy. Ihr könnt einfach hin und her wischen. Bei beiden übrigens die Diktierfunktion, alles wunderbar, passt perfekt, erkennt alles sehr schnell und sehr, 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 sehr leicht und alles gar kein Problem. Aber die Fernbedienung, wirklich, muss ich sagen, da hat Apple definitiv 2 Punkte vorne. Und es ist wirklich, ihr denkt jetzt immer, ja, das ist einfach nur so eine Fernbedienung, wo man es leiten kann. Nein. Wenn man zum Beispiel eine Serie guckt und man möchte irgendwie zurückspulen, man kann es wirklich so sekundengenau irgendwie auf den Punkt bringen mit dieser Slide-Funktion quasi. Und solche Sachen fehlen mir dann halt. Und natürlich, ich als iPhone-User, als iOS-Endgerät-Nutzer quasi, fehlt mir dann halt auch zum Beispiel das Kopieren und Einfügen von, ja, bei einem gewissen Programm, zum Beispiel wie IPTV, kann man sich so einen Link einfügen und dann halt dort auch nochmal Fernsehen schauen, über so einen gesonderten Kanal etc. Und solche Sachen fehlen mir dann halt, oder ja, einfach mal so rüberstream mit meinem Apple-Telefon oder meinem iPad, Fotos oder Videos, sei es auch immer. Das würde mir fehlen, beziehungsweise das fehlt mir halt natürlich bei der Mi Box. Da gibt es auch diverse Stream-Möglichkeiten und so weiter, aber es läuft halt nicht so perfekt und so schnell und so smooth wie beim Apple TV. Und ja, ich switch jetzt einmal kurz um und zeige euch mal einmal, was ich meine. Zwischen den beiden Boxen quasi herrscht noch ein Unterschied, und zwar ja, dieses, wie soll ich das nennen, dieses flüssige Ablauf quasi im System selber, wenn man zum Beispiel von App zu App rumschaltet. Ich zeige es euch gleich einmal beim Apple TV, dann zeige ich das gleich nochmal mit auf der Mi Box, was ich dann auch damit meine. Es ist halt auf der Mi Box, ist halt spürbar langsamer, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Ewigkeit warten muss, und das ist schon mal sehr gut. Und hat mir wirklich gut gefallen, auch die Qualität und so weiter, auch dieses 4K-Programm und so weiter, wirklich sehr, also Hut ab, haben die echt gut hinbekommen. Und was mir halt fehlt, ist der Ethernet-Anschluss, aber dafür gibt es halt diesen Adapter. Ich habe es jetzt nicht gebraucht, weil mein Adapter noch so ein altes Ding ist, mit bis zu 100 Megabit. Ich habe hier eine 250.000er Leitung, mit dem WLAN vom Xiaomi funktioniert das auch einwandfrei, ich empfange unten in meinem Schrank quasi, wo das Ding da drin liegt, auch meine 170 bis 180.000 Download und Upload, ich glaube bis zu 45.000 oder so, reicht vollkommen. Also ich meine, wir streamen hier Netflix und Co., also reicht das dicke, sag ich mal, und alles wunderbar. Ich switch jetzt einmal um die Kamera, und damit ihr euch mal ganz kurz die Unterschiede seht, ich sage noch mal ein paar Takte beim Apple TV und bei der Mi Box, und dann könnt ihr euch selber noch mal so einen kleinen Einblick erschaffen quasi, wie das Ganze dann abläuft, und am Ende sage ich noch mal meine kritischen Punkte, warum ich mir überhaupt diese von Xiaomi, diese Mi TV Box geholt habe, weil das ist eigentlich das Interessante, also bleibt auf jeden Fall gespannt, und ja, guckt euch das ganz kurz an. So, das ist jetzt, nicht wundern, das ist jetzt die Oberfläche quasi von meinem Apple TV, und wie ihr hier sehen könnt, ich slide einfach rüber, und was ich jetzt hiermit meine, ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendeinen Film anmacht auf, keine Ahnung, Prime Video, ihr seht die Ladezeiten und ja, die Schnelligkeit vom Apple TV quasi, und ich mache jetzt einfach irgendwas an, irgendeinen Film, nur um einmal ganz kurz zu zeigen, was ich genau meine mit, wenn man jetzt zum Beispiel zurückspult, genau das, so,
Beim Xiaomi kann man halt irgendwie so 10 Sekunden, 20 Sekunden und so weiter irgendwie zurückspulen, aber das ist irgendwie aufwendiger. So machst du das halt mit dem Finger und ja, passt perfekt. Und was ich jetzt sagen möchte, ist auch nochmal so, man geht jetzt einfach zurück, so, und keine Ahnung, man startet jetzt Netflix und es läuft einfach, kleine Ladezeit quasi, ja, Vorführeffekt auch, eigentlich geht das schneller. Und ja, dann ist man da drin und man kann einfach alles flüssiger bedienen. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so lange dauert. Und alles wunderbar, ne? Kennt ihr alle schon. Das ist, so läuft das jetzt hier bei dem Apple TV App. Das Ding liegt da unten quasi. Und dort ist jetzt nochmal die Xiaomi Box. Und ja, wir machen das Ganze jetzt nochmal mit der Xiaomi Box. Sorry, ich bin kurz gegen die Kamera gekommen. Und was ich halt meine, werdet ihr dann auch gleich nochmal sehen, diesen kleinen Unterschied bei der Schnelligkeit bzw. bei der Bedienung, aber es ist halt wirklich halb so wild. So, jetzt bin ich auch rübergegangen, quasi auf meinem TV-Kanal auf Xiaomi und es ist jetzt hochgefahren. Ich habe mir jetzt die Apps runtergeladen quasi, die ich auch wirklich benutze und ihr hört da schon, dieses Klick, 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 Klick ist halt ein bisschen nerviger. Das hast du halt bei dem Apple TV nur, wenn du wirklich etwas quasi draufklickst, aber ansonsten hast du ja halt diese Slide-Funktion von der Fernbedienung und ich starte jetzt mal einfach mal Prime Video, so damit ihr ganz kurz so den Unterschied habt, was Schnelligkeit und so weiter angeht. Dauert halt ein bisschen länger, finde ich, so mein erster Einblick quasi, aber ansonsten, naja, guck, jetzt schon wieder so ein Vorführeffekt. Und genau das meine ich halt, das ist halt, es läuft irgendwie nicht so flüssig wie bei dem Apple TV. Das ist halt der große Unterschied, was bei den Apple Geräten jetzt quasi den Unterschied macht, weil du bist einfach schneller drin in den Apps. Gut, Netflix läuft jetzt wunderbar, es ist okay, perfekt. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Prime da ist, aber vielleicht gibt es ein Update oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, ja, es läuft und es ist auch, läuft auch wunderbar und die Qualität und so weiter, perfekt. Auch die 4K-Ergebnisse quasi, ich war wirklich, ja, positiv überrascht. Und alles wunderbar. Und natürlich, was hilfreich ist, halt diese Netflix und Prime-Taste. Moment, ich muss mal hier ein bisschen fokussieren. Oder auch nicht, Moment. Wie geht das? Naja, egal. Alles wunderbar. Übrigens auch Apple TV, quasi die App, wo ihr dann auch die Apple-Serien und Filme dann euch anschauen könnt. Gibt es auch halt im Google Store. Also ihr werdet da, was inhaltlich angeht, quasi keine Einbüße haben. Aber ansonsten bin ich wirklich positiv überrascht. Ich habe, wie gesagt, keinen Ethernet-Anschluss dran gemacht, weil ich halt so einen Adapter mit 100 Megabit habe, wie gesagt, und ich habe hier eine 250.000er Leitung. Das würde dann halt quasi die Schnelligkeit runterdrosseln. Reicht vollkommen für Streaming und so weiter. Ich meine, Spiele und so weiter mache ich sowieso nicht und ich spiele hier nichts drauf. Es ist wirklich für mich einfach nur ja, eine Spielerei, beziehungsweise ich habe alle Apps auf einem Ort. Beziehungsweise in einer Box, womit ich dann halt auch gut bedienen kann. Ich weiß, viele von euch haben so ein Android TV, da kann man auch diese ganzen Apps runterladen. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, mit so einer Box ist es definitiv nochmal flüssiger und nochmal schneller und läuft alles wunderbar. Ja, ich switche mal nochmal die Kamera um und dann erzähle ich euch nochmal, was für ein Problem ich mit meiner Apple TV habe und warum ich überhaupt diese Mi Box gekauft habe. Nochmal zum Ende des Videos auf jeden Fall nochmal ein kleines Fazit zu beiden Geräten und dann könnt ihr euch selber nochmal entscheiden, welches ihr euch dann kaufen würdet. So ihr Lieben, warum habe ich mir überhaupt diese Mi Box geholt, wenn ich schon eine Apple TV im 4K habe? Folgendes Problem. Letztes Jahr hat mein Onkel auch sein Apple TV, er hat so einen Fehler gehabt, dass das Ding immer wieder von vorne gestartet hat. Ich habe ein bisschen recherchiert, das haben sehr viele mit dem Apple TV gehabt. Ich hatte das zum Glück noch nicht. Ich hatte sogar noch eine Generation davor, beziehungsweise ich habe mir schon Apple TV gekauft, ich glaube, ab der zweiten Generation.
Lief alles wunderbar und so weiter, aber ab der vierten Generation wisst ihr, könnt ihr Apps runterladen und lief noch besser und alles noch flüssiger, alles noch schöner und die Oberfläche, alles super bei Apple und wirklich, ihr kennt das alles sehr Apple-like und auch ja, bedienerfreundlich und easy alles und es läuft einfach perfekt. Aber irgendwie das Gerät von meinem Onkel und mein jetziges Gerät auch. Ich hatte das davor zum Glück mit dem Apple TV der vierten Generation in HD, hatte ich das zum Glück nicht. In 4K habe ich dieses Problem jetzt und zwar nach 2 Jahren und 3 Monaten exakt. Das Gerät von meinem Onkel auch nach 2 Jahren und ich glaube 4,5 Monaten circa. Es ging einfach an und aus, an und aus, an und aus, an und aus. So, bei meinem Gerät hat das jetzt auch angefangen. Wie gesagt, nach 2 Jahren und 3 Monaten. Ich bin ein bisschen sehr, also ich bin nicht ein bisschen, ich bin schon sehr ärgerlich bzw. verärgert über, ja, nicht die Leistung, sondern über die Haltbarkeit, ganz ehrlich. Also man gibt 200, 230 Euro aus für, ich glaube, 32 und 64 Gigabyte Varianten. Je nachdem, ob man da Games spielt oder so, natürlich, dann lohnt sich das halt sogar nochmal 30 Euro Aufpreis. Für 230 dann halt so ein 64 Gigabyte Ding zu kommen. Ich habe 32 Gigabyte reicht für mich vollkommen aus, für die paar Apps, die ich habe. Ich mache keine Aufnahmen, ich mache keine Spiele damit. Es ist für mich nur zum Stream und alles wunderbar. Aber anscheinend gibt es da häufig diese Fehler, dass die Dinger defekt gehen, exakt nach quasi der Garantiezeit, die dann abgelaufen ist. Und wenn du dann bei Apple anrufst, kann dir keiner wirklich helfen, weil es gibt keine Garantie mehr, es gibt keine Gewährleistung mehr. Kannst du einfach in die Tonne schmeißen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das reparieren kann oder nicht. Ich bin kein Elektriker, ich bin kein Spezialist dafür. Wenn ihr jemanden kennt, der so etwas reparieren kann, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, weil es wäre auch interessant. Das Ding ist nicht einmal auf den Boden gefallen. Es ist nicht einmal irgendwie, keine Ahnung, es hat keine Stromprobleme gehabt. Ich habe hier eine ganz normale orthonormale Steckdose mit ganz normalen Strom, mit einer ganz normalen Stromleitung. Also ich weiß nicht, wie diese Dinger kaputt gehen können bzw. defekt werden können, aber es ist wirklich ärgerlich. Also ich habe vor 2 Jahren und 3 Monaten 200 Euro ausgegeben. Jetzt muss ich nochmal 200 Euro ausgeben für quasi die neue Variante, was ich gar nicht brauche, weil ich habe einen Fernseher mit 60 Hertz. Das Ding ist dann 120 Hertz fähig. Kann ich gar nicht benutzen, weil ich habe gar nicht die Technik. Ich wollte einfach bei meinem Apple TV bleiben, weil ich damit super zufrieden war. Aber dann fing dieser Fehler an. Und das ist ziemlich nervig. Du kannst gar nichts mehr gucken. Du kannst weder Netflix noch irgendwie IPTV oder Amazon Prime, weil es ständig an, aus, an, aus, an, aus. Und was soll das? Also das sind 200 Euro. Ich kann jetzt nicht alle 2 Jahre irgendwie 200 Euro ausgeben für eine TV-Box, die ich sowieso eigentlich, ja, so ein Luxusgerät. Ihr wisst selber, Android-TVs oder Amazon Fire Stick oder Xiaomi TV Sticks und so weiter, die können auch diese ganzen Apps runterladen. Läuft auch alles wunderbar. Halt nicht so flüssig wie bei Apple, wie schon gesagt, aber es läuft. Und Kostenfaktor jetzt bei dem Xiaomi, bei der TV-Box, die ich jetzt habe, aktuell, ich verlinke das unten nochmal in meiner Beschreibung, 59 Euro bei Amazon. Ich glaube, die kriegt ihr sogar schon für 39,95 bei eBay. Ich wollte jetzt nicht so lange warten, weil ich keine TV-Box habe, womit ich mein spezielles Programm quasi damit nutze, damit das flüssig läuft. Habe ich mir gesagt, ach, feier auf die 20 Euro, sowieso Weihnachten, gönn dir mal was Schönes und hab mir das Ding dann bei Amazon Prime bestellt, war dann wirklich am nächsten Tag dann auch da. So, jetzt muss ich irgendwie mein Apple TV irgendwie zu Apple einschicken und die Ingenieure dort müssen sich das anschauen etc. Ob da jetzt irgendwas gemacht werden kann oder nicht, aus Kulanz. Ich hoffe, es wäre wirklich sehr ärgerlich, wenn ich jetzt irgendwie nochmal 200 Euro ausgeben müsste. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, nein, ich versuche es jetzt einfach mit der Xiaomi-Box, mit der Xiaomi-TV-Box. Und für 59 Euro quasi, die ist jetzt irgendwie im Angebot statt 99 Euro oder 79 Euro, glaube ich, auf Xiaomi. Keine Ahnung. Ich bin super zufrieden damit, wirklich. Also so ein kurzes Schlussplädoyer. Es läuft einigermaßen flüssig, es läuft einigermaßen schnell. 4K ist gegeben, Ethernet-Anschluss nicht, im Gegensatz zum Apple TV fehlt, aber mein Gott, da gibt es wirklich
alternative Technik, womit man auch einen Ethernet-Anschluss anschließen könnte, wenn man es braucht. Ich brauche es nicht. Wenn ihr es braucht, dann gerne. Kauft euch ja so einen Adapter und dann ist gut. Aber ansonsten wirklich muss Daumen hoch an Xiaomi. Haben die echt was Feines gemacht. Wie gesagt, die Fernbedienung ist für mich noch ein bisschen, ja, verbesserungsfähig. Aber ansonsten habe ich keine negativen Aspekte irgendwie dagegen anzureden, beziehungsweise irgendetwas dagegen anzusagen. Und es läuft alles wunderbar. Das war's von mir auf jeden Fall. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Bleibt weiterhin gesund. Abonniert meinen Kanal. Und wie gesagt, auch schon am Anfang des Videos, beziehungsweise dazwischen, habe ich auch nochmal eine Ankündigung gemacht. Eure Unterstützung ist sehr wichtig für mich und vielen lieben Dank dafür. Frohes Fest, mein Kleiner ist auch schon da. Einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr sehen und hören. Alles Gute, euer Jamtech. Ciao, ciao.